für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir gerade im 30. Jahr des Falls der Mauer denken, wo wir herkommen. Frau Königin Lütsch, ich kann mich noch gut entsinnen, wie ich im Herbst 1989 von Erfurt nach Berlin gefahren bin und mir dort das Chemiekombinat Bitterfeld oder die Gießerei in Barth oder die Werft, mein Vater war Rohrschlosser, wenn Sie dort die Arbeitsbedingungen sich angesehen haben und Sie sagen heute, die Treuhand hat tausende Arbeitsplätze vernichtet, dann sage ich Ihnen eins. Zu diesem Zeitpunkt vor 30 Jahren gab es in der ehemaligen DDR so gut wie keinen wettbewerbsfähigen Arbeitsplatz. Und die Arbeitsbedingungen waren für die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer miserabel. Und wenn Sie sich heute nach 30 Jahren umgucken, auch in Ihre Richtung, Kollege Lindner, in 20% unseres Vaterlandes dieses Land so aufgebaut zu haben, das muss ich mit einpreisen, wenn ich heute über Deutschland rede. Und Kollege Lindner, ich bin seit 2009 im Haushaltsausschuss. Wenn ich dort zum Beispiel den Forschungs- und Entwicklungsetat sehe, der hat sich in anderthalb Jahrzehnten mehr als verdoppelt. Wenn ich den Verkehrsetat mir angucke, niemand hat Alexander Dobrindt geglaubt im Jahr 2013, dass wir den Innovationshochlauf schaffen. Wir haben Alexander Dobrindt hat in seinem ersten Jahr 3,6 Milliarden Baufreigaben gemacht im Straßenneubau. Letztes Jahr waren es nur noch 535 Millionen. Und die Ursache, dass die Investitionsmittel nicht abfließen, die liegen unter anderem bei den Grünen, weil sie jegliche Planungsbeschleunigung im Bundesrat blockieren. Das ist die Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auf einmal soll bei der Windkraft Datenschutz außer Kraft gesetzt werden. Jetzt wundert man sich, dass Bürgerinitiativen dort die gleichen Mittel, sich der gleichen Mittel bedienen wie vor 20, 30, 40 Jahren, Initiativen gegen Ortsumgehung, Ausbau der Elbe und so weiter und so fort. Ich habe da von den Grünen nichts gehört dazu, dass das Tötungsverbot aufgehoben werden soll, dass die rote Liste korrigiert werden soll. Sie sind still, weil es um die Windkraft geht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist, finde ich, ziemlich scheinheilig. Wenn wir an das Planungsrecht rangehen, dann nicht nur für die Windkraft, sondern für alle Bereiche der Infrastruktur in Deutschland. Und nur so und dann werden wir auch vorankommen an dieser Stelle. Kann man immer sagen, bei den Investitionen, es ist zu wenig. Wir haben 2015 Reste von gut 9 Milliarden übertragen. Vom Haushalt 2018 zu 2019 sind es gut 19 Milliarden Euro. Breitbandausbau über 4 Milliarden. Verkehrsinfrastruktur überjährig zum Glück 3 Milliarden. So kann ich jetzt weiter durchzählen. Und wer jetzt immer noch mehr Geld ins Schaufenster stellt, dazu kommen die Sondervermögen, sind meine Kollegen darauf eingegangen, von den 7 Milliarden Kommunalinvestpaket sind gerade mal 1,6 Milliarden abgeflossen. Das erste Paket hat 2015 begonnen. Jetzt kommen die ersten Länder mit der Bitte, wir haben schon einmal verlängert, das über 2020 hinaus verlängert. Es läuft 5 lange Jahre. Und übrigens auch im ersten Programm waren schon energetische Schuldsanierungen möglich. Und ich sage nur meinem Vorredner, Baukapazitäten, wie wollen Sie die denn schaffen? Wissen Sie, ich habe ein großes Glück. Ich wohne noch heute da, wo ich zur Schule gegangen bin. Und aus meiner alten Klasse gibt es einen Heizungs-Sanitärmeister, einen Fliesenlegermeister, die kenne ich alle gut. Wenn ich die nicht kennen würde, würde ich mindestens auch bei mir in Mecklenburg-Vorpommern mehr als ein Jahr warten, damit jemand kommt. Und wenn Sie sich heute angucken,
bei den Handwerksberufen und Heizung, Sanitär, Elektro, das ist Hightech heute. Das ist nicht einfach mehr nur Rohrstock, Kluppe, Gewinde schneiden. Das ist ein bisschen mehr. Da sind Dutzende, Hunderte Lehrstellen frei. Das ist unser Problem. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Und junge Menschen wieder zu begeistern fürs Handwerk, das ist eine Aufgabe. Und dann werden wir auch mehr investiv umsetzen. Und wenn Sie den Kontakt nach draußen nicht ganz verloren haben, dann werden Sie Bürgermeister finden, die Ihnen erstens sagen, ich finde keinen Anbieter auf meine öffentliche Ausschreibung. Oder es sind Mondscheinangebote. Wenn Sie in einzelne Gewerke reingucken, die letzten 3-4 Jahre habe ich Preissteigerungen um 25%. Und wer jetzt noch mehr Geld ins Schaufenster stellt, der wird die Kosten noch höher treiben und der wird es immer noch teurer machen. Ich sage Ihnen eins voraus, beides zusammen, die mangelnden Humanressourcen und dann die Kostensteigerung, wer die wieder runterkriegen will, gerade im öffentlichen Bereich, da sage ich nur viel Vergnügen an dieser Stelle. Die EZB hat sich entschieden, den Zins, wenn ich bei Ihnen Geld parke, bei -0,5% anzusetzen. Ich halte das für hochproblematisch, gerade gegenüber kleinen Sparern. Und zwar erstens die Frage, wo legt man dann sein Geld an? Und Herr Kollege, 1,90 Euro, das wären Negativzinsen von -10%. Sie sind -0,5, also bin ich bei 99,5 Cent auf 1 Euro. Nur so viel die Grundrechenarten sollten Sie auch beherrschen. Nein, die Frage, die sich stellt bei dem Wirken, ja, die Frage, die sich stellt bei dem Wirken der EZB, ist das Problem Mangel der Investitionen in Europa wirklich das Thema Negativzins? Oder muss man sich mal damit befassen? Wir haben in der Förderperiode von 2014 bis 2020 in den europäischen Haushalten insgesamt 960 Milliarden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wissen Sie, wie viel Geld dort nicht abgerufen wurde? 280 Milliarden Euro, 30%, insbesondere im Kohäsionsfonds 170 Milliarden. Das ist mehr als ein Jahreshaushalt der Europäischen Union. Und deswegen ist das Gebot der Stunde aus meiner Sicht, nicht ständig die Zinsschraube nach unten zu drehen, sondern endlich in Brüssel dafür zu sorgen, Entbürokratisierung und Umsetzung dieses Geldes, damit die Wirtschaft in Europa wieder floriert. Ich halte dieses Thema Negativzinsen in dieser Art und Weise runterzusetzen für höchst problematisch. Eine letzte Bemerkung, liebe Kollegin Dölligösch. Es kommt schon darauf an, wie man das Klimapaket anpackt. Bei mir ist am Wochenende angekommen, bei meinen Nachbarn, sie müssen alle ihre Ölheizungen rausschmeißen. Ordnungsrecht. Ich sage dir ganz genau, mein Haus ist 1988 gebaut. Ich passe in kein Enef rein bei der KfW. Wenn ich etwas machen will, kann ich eigentlich das Haus abreißen oder zu Kosten sanieren, die nicht mehr vertretbar sind. Die Häuser meiner Nachbarn sind beides Rentner, das eine ist 80 Jahre alt, das andere 120 Jahre. Was sagen wir diesen Menschen? Ich kann nur an die Worte der Kanzlerin anschließen vom Mittwoch. Man sollte gelegentlich nicht mit so viel Arroganz dem ländlichen Raum gegenübertreten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Eckhard Weber. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dennis Roth.